Mutter und Sohn Harder sind aus dem schönen Schwarzwald an den Rhein gereist, um ihr Erbstück in gute Hände abzugeben. Wir würden uns wünschen, dass die Uhr neue Liebhaber findet, wo es ein schönes Zuhause hat und wertgeschätzt wird. Ja, das wäre ganz schön. Vorher muss allerdings die Preisfrage geklärt werden. Und da kommt unser Experte Detlef Kümmel ins Spiel. Wow, das ist aber mal ein Riesenteil. Schönen guten Tag, junge Frau. Hallo, Petra aus Titisee-Neustadt. Aus Titisee-Neustadt? Ja. Kenn ich gut, ist bei mir in der Nähe. Hallo, Petra. Fabian, hallo. Fabian ist der Sohnemann, da gehe ich mal ganz schwer von aus. Genau. Ne? Genau. Und fühlt ihr euch wohl? Ja, sehr. So, Kölner Umland ist auch mal nett, ne? Ja, eine ganz andere Welt. Ihr habt dieses dolle Ding mitgebracht. So, wo stammt denn das her? Dieses schöne Stück stammt von einer älteren Dame, die aus Berlin hierher gezogen ist. Hierher nach Köln? Nach Titisee-Neustadt. Also, dann ist gut. Ja. Die stand eines Tages mit Sack und Pack bei meinen Schwiegereltern vor der Ferienwohnung und hat gesagt, jetzt wohne ich hier. Und die blieb dann auch, bis sie verstorben ist. Ach. Und die Schwiegereltern haben das dann vererbt bekommen. Und jetzt habt ihr es? Jetzt haben es wir, ja. Ja, und dein Sohn ist so begeistert davon, dass er das gerne haben möchte für ein Nachtkonsultchen. So sieht's aus. Ja, und soll weg. Mein lieber Detlef, dann erzähl du mir mal, was das für ein pompöses Teil ist. Es sieht ja wirklich mächtig aus. Ja, ich bin ganz begeistert. Wir haben ja so eine Kooperation aus zwei verschiedenen Unternehmen oder von zwei verschiedenen Gewerken. Einmal habe ich hier oben eine Bronzefigur. Du hast das gesehen, ist echte Bronze. Das ist echte Bronze. Sie ist vergoldet auch noch. Ich habe sie ja gerade schon mal abgehoben. Das heißt, du siehst auch drunter, das ist also alles gegossen. Das ist also richtige Bronze vom Material her. Und sie wird auf den Sockel aufgestellt. So, die Bronzefigur alleine ist schon mal ein Kunstwerk für sich, weil da haben wir einen Künstler hinter, nämlich Raphael Charles Perret, ein französischer Künstler, 1872 geboren, hat gelebt bis 1949, war in Frankreich sehr bekannt, speziell auch für solche allegorischen Motive. Das heißt, hier haben wir nämlich ein Motiv vor uns, da gibt es verschiedene Namen für. Einmal heißt es Erntehelfer, weil man sieht, dass die Jungs helfen, aber eigentlich schläft der andere. Aber tatsächlich ist sie eher bekannter als Allegorie des Sommers. Mhm. Ja, dann haben wir darunter diesen Sockel. Der Sockel könnte auch normalerweise hier schon aufhören. So kennt man es oftmals bei Bronzefiguren, dass der Sockel so aufgebaut ist, dass er nur die Plinthe unterstützt, dass es ein bisschen wirkungsvoller ist. Aber hier wollte man das Ganze etwas monumentaler aufbauen. Das heißt, man hat einen richtigen Sockel mit Unterbau noch mal hergestellt. Das Ganze ist aus etwas wertigerem Material, nämlich wir haben hier grünen Serpentinstein. Ja? Und auch die Verzierungen sind nochmals aus Bronze abgesetzt. Ui. Ja? Und zum krönenden Abschluss haben wir unten im Sockelgeschoss nochmal Platz für eine Uhr. Und die ist sogar noch von der Marke Gobelin. Gobelin ist eine Schweizer Marke aus Luzern, ist auch hier aufgeführt, Gobelin und Luzern. Das Uhrwerk selber mutet erstmal sehr einfach an, weil es einen Halbstundenschlag hat und ein normales Uhrwerk ist. Aber die Firma Gobelin steht für sehr, sehr gute Qualität. Also was richtig Gutes. Diese Kooperation will man einfach haben. Funktioniert die Uhr denn auch? Ein wenig hakt sie. Aber das ist kein Problem, weil dieser Aufbau ist sehr, sehr simpel und einfach aufgebaut. Also ein Uhrmacher kann das sehr schnell wieder in Gang bringen. Wunderbar. Also Petra, ich glaube, das hört sich im Moment für mich gar nicht so schlecht an. Was möchtet ihr denn haben? Wir haben uns wegen so was zwischen 500 und 700 Euro vorgestellt. Kriegst du das oder kriegst du einen Teil? Hast du mit Mama schon mal diskutiert? Eher einen Teil. Ein Teil? Ja. Prozente schon ausgehandelt? Ja. 50%. Nee. 50%? Was trugst du denn so rum, Mensch? Das ist doch schon mal die Hälfte. Und jetzt hast du gesagt, ich bin Zeuge. Also wenn irgendwas schief läuft, ruf mich an. Ja, 500 bis 700 Euro wäre natürlich ein Träumchen. Zustand ist doch spitzenmäßig, oder? Und wenn es mehr als 700 wird? Kriege ich einen Teil. Nein, natürlich nicht. Gibt es jetzt gute Nachrichten? Hier sind wir bei ganz anderen Preisen. Das kürze ich jetzt hier ab. Dieses ganze Paket zusammen muss bringen zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Wow. Kollege, dann machen wir das zackig. So, er ist fertig. Ihr Lieben, Händler Kärtchen. Dankeschön. Petra, ganz, ganz toll. Danke. Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben. Danke. Da geht's rüber, wir schleppen nach. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Tschüss. Derweil inspizieren die Händler die Uhr.
Steht auf dem Werk, also steht auf dem Zifferblatt auch was ja, drauf? Ja, aber E. Gübelin geschrieben. Gübelin? Aus Luzern. Das ist Schweiz. Das wird ja teuer. Gübelin ist gut. Das hättest du nicht sagen sollen. Großer Juwelier. Ja, wir sind sehr aufgeregt, weil wir einfach gespannt sind, wer sich jetzt um die Figur bemüht. Und am liebsten wäre uns natürlich, wenn alle Händler mitbieten würden und sich gegenseitig hochbieten. Das wäre das Ideale. Gleich wird sich zeigen, ob die fast 120 Jahre alte Antiquität im Verkaufsraum für ein Bietergefecht sorgen kann. Viel Glück! Hallo, herzlich willkommen, hallo. Schönen guten Tag. Hallo, die Herrschaften. Hallo. Hallo, habt ihr aber eine Staatsuhr mitgebracht, mein lieber Mann. Sie funktioniert aber nicht, das haben wir gerade festgestellt. Ja, das hat sie noch nie, seit sie in unserem Besitz ist. Sie hat noch nie funktioniert? Bei uns noch nicht, nein. Die stand wirklich immer als Dekorationsobjekt in der guten Stube und war so genug. Tja, wer hat jetzt einen Uhrmacher, der den Prügel da wieder herrichtet? Ich habe einen. Ich habe sogar einen Uhrmachermeister, habe ich sogar. Ja, weil die ist heiß, ich merke das schon. 380 fange ich mal. Da hätten wir was Stimmung zusammengesetzt. Ja, ein guter Anfang. Es kann auch sein, dass das in einem Wirtschaftsgebäude stand und dass das Erntedankfest darstellt, kann sein. Mhm. Ein Großgrundbesitzer. Das kann natürlich auch darstellen, dass die Männer gerade auf dem Feld und mal was Ehren geklaut haben. Kann auch sein. Die Kinder. Ja. Und dann ruhen sie sich auf der Beute genau, aus, sozusagen. Da wird da erstmal Erntedankfest Deine gefeiert. Interpretation ja. ist wirklich einmalig. Ja, das soll sie auch sein. Die drei Putten, die das Stroh geklaut ja, haben. Ja, genau. Ist mal ganz was Neues. Ne? Ja, ja, ihr seht da mal Sachen, da muss ich mal was anderes reinhauen. 400 von mir. Dankeschön. Ja, 450, ne? Ich hätte sie gerne, auch die Umrandung, das mit dem Perlrand ist schön, also die einzelnen Kartuschen, ist wirklich ein gut verkäufliches Stück. Mhm. Darf ich mal nach der Expertise fragen? Ja, die liegt etwa bei 2.500. Mhm. Ich würde mal sagen 1.000 Euro. 1.200. 1.200. 1.300. 1.500 Euro. Das war meine Schmerzgrenze. Mhm. 1.550. 1.600. 50. 1.700. 1.700. Was meinen denn die beiden Herrschaften überhaupt? Ach, bissel was geht noch. Ach, bissel was? Ach, bissel was. 1.700. Wolltest du was sagen? Ich lass dich erstmal aussprechen. 1.800 Euro. 50. Es tut mir leid, Wolfgang. Es tut mir wirklich leid. Ich würde. 1.900. Na gut, komm, jetzt halt. Komm, dann nehmen wir die. 1.900, genau. Komm her. Jawohl. Sehr gut. Dankeschön. 5, 10, 15. 16, 17, 18, 19. Dankeschön. Tschüss daher. Gell? Dankeschön. Alles Gute. Auf Wiedersehen, die Damen. Tschüss. Wiedersehen. Ja, Julian, und wie schaut's aus? Hättest du die Uhr auch gerne gehabt? So? Wolfgang, ich gönn's dir. Ja, das ist aber lieb von dir. Man muss auch gönnen können. Du bist so ein guter Mann. Ja, ja. Wirklich. Mhm. Ja, wir waren sehr aufgeregt und sind sehr erleichtert, dass es jetzt so gut geklappt hat. Und wir sind total zufrieden, weil wir auch ohne Erwartungen hierher gekommen sind und freuen uns sehr und werden das genießen, gemeinsam, das Geld.